Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass wir in unserem Leben gewisse Tatsachen als selbstverständlich annehmen, ohne uns groß Gedanken zu machen, warum ist das eigentlich so? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die schwarzen Tasten unseres Klaviers in Zweier- und Dreiergruppen angeordnet sind und sich zwischen den Tönen E und F bzw. H und C keine schwarze Taste befindet? Da eine Oktav bei der heute gebräuchlichen, gleichschwebend temperierten Stimmung in 12 gleich große Halbtonschritte eingeteilt ist, könnte eine Klaviatur doch auch so aussehen. Nun ja, eigentlich schon. Ein Vorteil wäre, dass man auch mit sehr kleinen Händen problemlos eine Oktave greifen könnte. Bei größeren Händen das Anschlagen eines noch größeren Intervalls ebenfalls leichter fiele. Nachteilig würde sich eine solche Anordnung der Tasten allerdings auf die Orientierung auswirken. Wo finde ich das C? Allenfalls eine farbliche Markierung könnte hier helfen. Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber man muss schon in die Geschichte zurückgehen, um zu verstehen, warum sich folgende Anordnung durchgesetzt hat. Die Sache ist nämlich doch noch etwas komplizierter, als ich sie in diesem kurzen Video erläutern kann. Ich will mich doch auf das Wesentliche beschränken. Zu Beginn gab es nur die sogenannten Stammtöne, die ganz einfach mit den ersten Buchstaben des Alphabets bezeichnet wurden und der heutigen C-Dur-Tonleiter entsprechen. Die Töne hießen A, B, C, D, E, F und G. Mit C beginnend C, D, E, F, G, A, B. Warum sich später im deutschsprachigen Raum das B in ein H verwandelt hat, im englischsprachigen Raum ist das nicht so, hat auch historische Hintergründe, auf die ich hier auch nicht näher eingehen möchte, um nicht zu weit auszuholen. Wer tiefer in die Materie eintauchen will, möge nach dem Begriff anderssprachige Tonbezeichnungen im Internet suchen, zum Beispiel bei Wikipedia. Die Stammtöne haben alle ein ganzzahliges Frequenzverhältnis, hier kurz mit FV bezeichnet, zueinander. Die Oktave CC zum Beispiel, das Frequenzverhältnis 2 zu 1. Bei Halbierung der Saitenlänge erhält man also die doppelte Frequenz. Die Terz 5 zu 4, die Quart 4 zu 3, die Quint 3 zu 2. Diese Verhältnisse kann man experimentell bestimmen. Alle weiteren können rechnerisch ermittelt werden. So setzt sich beispielsweise die Septim aus Quint und Terz zusammen. Bedeutet 3 zu 2 mal 5 zu 4 gleich 15 zu 8. Man erhält also folgende Frequenzverhältnisse. Vergleicht man nun die Abstände der einzelnen Töne miteinander, indem man das Frequenzverhältnis des höheren Tons durch das Frequenzverhältnis des darunterliegenden Tons dividiert. Wir dürfen hier nicht subtrahieren, sondern müssen beim Berechnen eine Rechenstufe höher gehen, also aufs Dividieren zurückgreifen, erhält man folgende Frequenzverhältnisse. Ersichtlich ist, dass wir als Ergebnis drei verschiedene Werte erhalten. Zwei Werte, die größer sind als 1,1 und einer, der niedriger ist. Bei den größeren spricht man von einem großen Ganzton, 1,125, und einem kleinen Ganzton, 1,1. Bei dem niedrigeren Wert, 1,0, von einem natürlichen Halbton. Natürlich deswegen, weil er nicht künstlich erzeugt, sondern durch die gegebenen Frequenzverhältnisse rein rechnerisch so gegeben ist. Die diatonische Tonleiter enthält also bereits zwei sogenannte natürliche Halbtöne. Erst später hat man, um den Tonraum und damit die gestalterischen Möglichkeiten zu erweitern, Zwischentöne eingefügt,
indem man die Ganztöne nochmals unterteilte. So entstanden die schwarzen Tasten und somit erklärt sich die Anordnung in Zweier- und Dreiergruppen. Dass die Tasten aus anatomischen Gründen so angeordnet wurden, weil die beiden kurzen Finger, also Daumen und kleiner Finger, hier gut zu sehen in der F-Lage, die weißen und die drei mittleren längeren Finger, also Zeige-, Mittel- und Ringfinger, bequem die etwas nach hinten liegenden schwarzen Tasten greifen können, ist zwar ideal, aber sicher einem glücklichen Zufall geschuldet. Spielt man Stücke mit vielen schwarzen Tasten, so nutzt man dies natürlich aus. Man würde eine Des-Dur- oder Fis-Dur-Tonleiter nie mit dem Daumen beginnen zu spielen, sondern beginnt mit dem Zeigefinger. Übrigens spricht man bei den Tasten eines Klaviers oder Flügels von einer Klaviatur. Der Begriff Tastatur ist hier falsch.